Worum geht es? Wir haben in Deutschland sehr leistungsfähige, eigenverantwortlich betriebene Sicherungssysteme für die Einlagen unserer Kunden. Die Sparkassenfinanzgruppe genauso wie die Genossenschaftsbanken stellen durch sogenannte Institutssicherungssysteme darüber hinaus sicher, dass keine unkontrollierten Krisenfälle bei ihren Instituten eintreten, die die Sicherheit der Einlagen ihrer Kunden gefährden würde. Und auch die privaten Banken gewährleisten ein sehr hohes Sicherungsniveau. Sie unterstützen unsere heutige Argumentation. Nun will die Europäische Kommission die Einlagensicherung der 19 Euro-Staaten schrittweise in einem gemeinsamen Haftungstopf vergemeinschaften. Das hätte sehr negative Wirkungen für das Vertrauen unserer Kunden und damit eben auch für die Stabilität der Wirtschaft insgesamt, denn nur wenn die Sparerinnen und Sparer uneingeschränktes Vertrauen in die Sicherheit ihrer Einlagen haben, stellen sie diese Mittel über die Kreditinstitute auch dauerhaft für Finanzierungszwecke, also für Kredite, an die Wirtschaft zur Verfügung. Darauf ist gerade die deutsche, mittelständisch geprägte Wirtschaft besonders angewiesen. Denn wir alle wissen, dass Kapitalmarktinstrumente für das Gros des deutschen Mittelstands schlicht und einfach nicht relevant sind. Ziel aller Sicherungssysteme, das ist uns sehr bewusst, muss es sein, im Zweifel einen Bankrun zu verhindern. Genau diese Gefahr entsteht aber, wenn Sparer bei einer Bankenschieflage in einem anderen Euroland damit rechnen müssen, dass die für ihre Sicherung angesparten Sicherungsmittel quasi zweckentfremdet werden. Gerade dann kann es sehr leicht zu einer importierten Unsicherheit kommen, in deren Folge Kunden ihre Einlagen schlagartig abziehen. Das hätte dann aber mit Sicherheit kritische Auswirkungen über die Kreditinstitute hinaus in die gesamte europäische Wirtschaft hinein. Diesen psychologischen Effekt unterschätzt die EU-Kommission fundamental. Und deshalb, um das am Ende meines Beitrags klarzuziehen, wir verstehen, dass eine europäische Bankenunion einheitliche Standards für dieses wichtige Thema Einlagensicherung benötigt. Die gibt es aber seit dem Juli des letzten Jahres und sie werden auch von allen drei Bankengruppen in Deutschland, und zwar frist- und termingerecht, bereits heute umgesetzt. Eine europäische Bankenunion benötigt aber gerade keine Zwangshaftung in einem gemeinsamen System. Das ist der Grund, weshalb wir uns als Initiative der deutschen Wirtschaft für eine wirksame Einlagensicherung zusammengeschlossen haben. Wir unterstützen damit die Position des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung. Diese Position sagt, gemeinsame europäische Standards ja, europäische Zwangshaftung nein. Und auch die privaten Banken gewährleisten ein sehr hohes Sicherungsniveau. Sie unterstützen unsere heutige Argumentation. Nun will die Europäische Kommission die Einlagensicherung der 19 Euro-Staaten schrittweise in einem gemeinsamen Haftungstopf vergemeinschaften. Das hätte sehr negative Wirkungen für das Vertrauen unserer Kunden und damit eben auch für die Stabilität der Wirtschaft, ihre Sicherung, angesparten Sicherungsmittel quasi zweckentfremdet werden. Gerade dann kann es sehr leicht zu einer importierten Unsicherheit kommen, in deren Folge Kunden ihre Einlagen schlagartig abziehen. Das hätte dann aber mit Sicherheit kritische Auswirkungen über die Kreditinstitute hinaus in die gesamte europäische Wirtschaft hinein. Diesen psychologischen Effekt unterschätzt die EU, denn wir alle wissen, dass Kapitalmarktinstrumente für das Gros des deutschen Mittelstands schlicht und einfach nicht relevant sind. Ziel aller Sicherungssysteme, das ist uns sehr bewusst, muss es sein, im Zweifel einen Bankrun zu verhindern. Genau diese Gefahr entsteht aber, wenn Sparer bei einer Bankenschieflage in einem anderen Euroland damit rechnen müssen, dass die für ihr insgesamt, denn nur wenn die Sparerinnen und Sparer uneingeschränktes Vertrauen in die Sicherheit ihrer Einlagen haben, stellen sie diese Mittel über die Kreditinstitute auch dauerhaft für Finanzierungszwecke, also für Kredite, an die Wirtschaft zur Verfügung. Darauf ist gerade die deutsche, mittelständisch geprägte Wirtschaft besonders angewiesen. Worum geht es? Wir haben in Deutschland sehr leistungsfähige, eigenverantwortlich betriebene Sicherungssysteme für die Einlagen unserer Kunden.
Die Sparkassenfinanzgruppe, genauso wie die Genossenschaftsbanken, stellen durch sogenannte Institutssicherungssysteme darüber hinaus sicher, dass keine unkontrollierten Krisenfälle bei ihren Instituten eintreten, die die Sicherheit der Einlagen ihrer Kunden gefährden würde.